Jo, meine Freunde, was geht ab? Ich hoffe, alles klar bei euch. Bei mir ist nicht alles klar. Ich bin hardcore krank. Junge, wen interessiert das? Naja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich die Shop-E-Mail geändert habe. Jeder, der letzte Woche was bei mir bestellt hat, ne, eure Sachen müssen eigentlich alle angekommen sein. Viele haben mir auch Bilder zugeschickt und ihre Nummer geschickt. Ich habe auch mit vielen geredet. Aber nur damit das klar ist, jeder, der was bestellt oder jeder, der schon was bestellt hat, soll mir bitte ein Bild mit dem Pulli oder mit dem T-Shirt und seine Nummer per Mail schicken. Die neue Mailadresse ist auch in der Videobeschreibung, Freunde, okay? Hier ist mein Hayat-T-Shirt, Freunde. Ich ziehe es gar nicht mehr aus. Demnächst müssen noch meine Hayat-Pullis kommen, ziehe ich dann im nächsten Video an. Ja, Freunde, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Vlog und dann sehen wir uns am Ende wieder. Ich habe Hardcore-Kopfschmerzen, Bert hat Halsschmerzen. René, was hast du für Schmerzen? Schmerzen, okay, auch nicht schlecht. So, wir fahren jetzt nach Frankreich. Erstmal schön nach Paris in der Stadt. Ja, Mann, Disneyland, ich wollte schon immer dahin. Ihr seid dabei, hinter den Kulissen. Und ich übergebe jetzt die Kamera an René weiter, Bruder. Auch mal Kamera ein bisschen halten. Geld kriegst du später, aber. Ab nach Texas! Texas! Ab nach Boston! Ey Leute, wir gucken gerade im Hotel Nökebob Paperbrook. Nökebob Flakebob. Nökebob Flakebob. Nöke de Fleck. Komm her, komm, das Leben ist lang. Komm mal kurz her. Ey Junge, was hat Spaß mit der Stimme? Hör mal zu. Hör mal zu. Ja, ich muss jetzt nicht anruhen. Ja, ich muss jetzt nicht anruhen. Ja, was sollst du aus der Sache? Möckelbock, Fleckenbock. Ich hab Sixpack bekommen. Ja, ja, Sixpack, Mickpack. Du hast Mickpack bekommen. Du hast schwarze Karte. Du hast einen Treter, das sind keine Boots mehr, sondern Treter. Richtig steig, Mann. Aus der Bronx. Junge, du hast ja alles voller Fussel gemacht, du Dussel. Fussel. Fussel, das ist ein Fussel. Warum machst du das? Leute, gibt euch Nökebock. Guck mal, Junge. Boah, ich kenn sogar die Serie. Junge, wer kennt die Serie nicht, Digga? Ich schwöre, ich mag diese Folge, Digga. Also, mein Vater zu erfahren, Digga. Ich kann. Singlebock, ne? Nökebock, Fleckebock, meine Körte. Ihr habt alle bestimmt das Video von Mert gesehen, Schwabbeschwein. Ihr habt alle bestimmt das letzte Video von Björn Mert gesehen, wo wir über Schwabbeschwein eine Mert gegen Lachenfolge gemacht haben. Was treibe ich eigentlich, wenn ich sage, wir haben noch krassere Videos von ihm gefunden? Nee, übertreibt er? Auf keinen Fall. Passt aber viel. Ich mach einfach 20 Stunden diese Kamera, wo ich ihn gerade frage, weißt du ja, aber gut. Ich sag einfach immer dasselbe. Ja, Freunde, auf jeden Fall sind wir jetzt im Bett. Halt die fest, Digga. Zieh dieses scheiß Pulli an, Junge. Junge, was ist los mit euch? Junge, zieh Du ziehst diesen scheiß Pulli an, Junge. Lade mich voll, Alter. Okay. Mal push mal richtig, ey. Okay. Ja, Freunde, auf jeden Fall sind wir zum Hotel angekommen. Halt ihn fest. Junge, was ist los mit euch? Junge, du... Ey! Halt ihn fest, Bruder. Halt ihn fest. Okay, krass. Halt ihn fest. Okay, nee. Der Pulli kostet nur 40 Euro. Kauft! Einfach kaufen! Okay, sauber. Ja, Freunde, das ist hinter den Kulissen. Schon wieder bin ich geopfert. Ihr braucht nicht... Ihr dürft nicht fotografieren hier. Auf jeden Fall freuen wir uns heimlich auf, weil der kleine Öcke kriegt. Ja, da so. So, weiter geht's. Leute. Wir wollen zu McDonald's, Digga. Wir diskutieren gerade, ob es sich lohnt, da hinzulaufen zu McDonald's. Guckt euch diesen Pickel an, Mann. Guckt euch diesen Pickel, Digga. Meiner hat einfach einen Kopf. Wir diskutieren gerade, ob wir nach McDonald's laufen sollen. Aber Mert meint, weil das Logo aus ist, ist McDonald's safe Leute, zu. Ganz ehrlich. Aber da drin leuchtet es. Da drin leuchtet es aber. Junge, welches offene McDonald's hat sein Logo aus, Digga? Oh man, Gehirn anstrengend, weißt du? Ich bin am Verhungern. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da hinten ist einfach ein Pferd, Digga. Wo sind wir gelandet, René? Einfach irgendwo in Ägypten. It's a prank. It's a prank. Ja, Freunde, hinter den Kulissen geht weiter. Match wieder parallel. Komm, ist die Kamera an, komm, direkt Dings, Digga. Kennst du dich aber Angst vor Dingssperrung? Haha, mal die Wir holen jetzt René ab. René. Ey, ohne Scheiß, mein Vlog war zu Ende, wo wir von da weggegangen sind. Wir sind jetzt einfach wieder, wir fahren wieder zum Hotel. Jetzt an der zweiten Nicht mit Laune. Links. Ja, du bist doch jetzt Merti, du bist doch lustig. Und wenn ich rappe, mach das. Wenn die Straßen immer still sind, gebe ich Gas und bin in meinem Film drin. Haben wir in Deutschland?
Leute, habt ihr gesehen? Was ein Auge. Ich hab das nicht mal gesehen, ob ich das gefällt. Dieses Auge, Bruder. Das ist Erfahrung. Ich bin das zwar gerade mal 20 Jahre alt, aber Bruder, Auto Erfahrung wie ein 50-Jähriger, Mann. Aber. Das kann direkt auf meinen Vlog, ne? Ja, nein. Doch, Digga, ich war ja, der. Das ist kein Problem, weißt du, ich hab immer die Müllvideos. Ich hab voll vergessen aufzunehmen, dass wir heute im Hotel waren. Eine Nacht ist vergangen. Ja, Freunde, als mich gestern Matt abgeholt hat, hatten wir uns eigentlich vorgenommen, dass ich den ganzen Tag filmen werde. Ja, seht zu, dass ihr Land gemäht. Ihr Heimscheißer. Und sich ja kaufen. Immer 350 Kilometer. Du fährst aber wie ein Haiwan, Digga. Du bist schon morgen. Du bist in 2 Stunden schon da. Nee, nee, in dieser Uhrzeit kann man nicht, Dings. Egal wie du fährst. Nur nachts, ne? Bitte wählen Sie eine Route. Halt deine Fass, du kleine F. Mal hier, nimm. Hey, René. Hm. Weißt du, was die Leute unter den Videos über uns so kommentiert haben? Was? Du siehst aus wie Dings. Janelle Elfkin von Fenerbahce, der Abwehrspieler. Ich? Weißt du? Alle kommentieren das. Ich? Ja, immer, top, immer Top-Kommentar. Sag mal ein paar Sachen auf Türkisch. Ja, schnell. Baksana. Çok güzel. Britannim. Warte mal. Ey, Raudis! Guck mal, die Cam! Nur das Ding ist, dass ich aussehe wie der? Ja, ich war Top-Kommentar immer. Ich hab nicht mal für Frühstück bezahlt. Was? Ich hab nicht mal für Frühstück bezahlt, Bruder. Wir haben auch noch nichts für Frühstück. Ich aber, ich war dick Frühstück. Wer aber? Ich hab doch gesagt, Villainer. Wo hast du das gesagt? Er flüstert zu. Damit er nur sagen kann, dass so wie diese, ich hab angerufen, aber schnell aufgelegt. Warte mal, ich schulde kurz dein Phonex, ne? Ihr kennt doch das Haarwachs von Phonix, ne? Wenn das schon hardcore alt ist, ist dieses Wachs richtig hart. Man kann das gar nicht mehr benutzen. Matt denkt, das ist Haarwachs von Phonix, ist hardcore neu. Ist es aber nicht. Das schenke ich ihm jetzt deswegen. Er ist schon abgehauen. Ja, das war's. Bei 1 Million Likes geht der Vlog weiter, Freunde, damit ihr Bescheid wisst. 1 Million Likes müsste eigentlich klar gehen, ne, für euch? Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Geht ein bisschen raus, genießt das Wetter. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Ja, 10. Folge. Seid mal ehrlich, ihr habt richtig Bock drauf, ne? Ich hab auch Bock drauf. Fangen wir das Video mit einem Kommentar an. Can, du bist ein Opfer.